Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und heute probiere ich das Bier einer der größten Brauereien der Welt. Und die füllt in so kleinen Flaschen ab. Oh, das ist das Kalte, das werde ich rezensieren. Ich habe gerade mein Glas geschrottet. Schöner Einstieg heute. Also ich habe hier diesen Kasten, den habe ich schon länger, weil meine Freundin trinkt dieses Bier sehr gerne. Es ist halt eher ein bisschen süßlich und fruchtig. Aber ich werde es heute für euch nochmal ganz genau testen und meine Sinne nochmal aufschließen für diese Weltbiermarke. Es sind 0,25er Flaschen. Ich liebe ja kleine Flaschen, auch wenn manche alten Bierhasen sagen würden, das sind Kinderflaschen. Ich finde es einfach geil. Ich trinke lieber zwei kleine als eine große Flasche. So bin halt ich drauf. Und der Kasten, der ist so klein und handlich, den könnte selbst ein langjähriger Veganer tragen. Bier ist ja vegan. Horst Lüning reviewt auf einem Weinfass. Ich reviewe heute auf einem Bierkasten. So, machen wir das mal auf hier. Mein Glas habe ich geschrottet. Falls ihr das seht. Deswegen werde ich jetzt einen Becher benutzen. Oh, Ida hat außen ein paar Haare dran. Ich weiß gar nicht, meine Katze kommt eigentlich gar nicht auf den Dachboden. Jetzt gießen wir das mal ein hier. Oh, sehr feinporiger Schaum, finde ich. Ich zeige euch das jetzt von nahem. Das sind so ein paar große Blasen obendrauf, aber insgesamt ist das sehr, sehr feinporig, der Schaum. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht sehr gut aus. Ich bin kein Schaumfanatiker, aber das gefällt mir einfach. Fast schon wie beim Guinness. Die Blasen werden immer kleiner und der Schaumpegel sinkt. Ja, wonach riecht das? Ja, Malzigkeit ist deutlich da. Und auch Hopfen merkt man, obwohl ich es gar nicht so bitter in Erinnerung habe. Aber man riecht auf jeden Fall grüne Hopfenaromen. Und mit dabei ist aber so eine Fruchtigkeit, ne? So von tropischen Früchten. Vielleicht ein bisschen Ananas. Banane jetzt eigentlich nicht. Vielleicht auch ein bisschen Apfel. Ich rieche gerade eher so, ja, so grüne Traube oder so grüne Früchte, gelbe Früchte. Vielleicht ein bisschen, ja, Mango auch, ja. Vielleicht auch ein bisschen Maracuja oder sowas. Jetzt probiere ich mal. Ehrlich gesagt, ich hatte es noch ein bisschen weiblicher, wollte ich fast sagen. Also ein bisschen süßlicher und limonadenartiger in Erinnerung. Aber eigentlich... Ist auf jeden Fall fruchtig. Auf jeden Fall. Aber es hat auch schon eine gewisse Herbheit. Aus Amsterdam, in den Niederlanden gebraut. Im Antrunk immer keine Bitterkeit, dann kommt die in der Mitte und ist aber sofort wieder weg, die Bitterkeit. Ne? Das ist so das Geile. Man hat auf der einen Seite die Bitterkeit, aber die bleibt nicht irgendwie im Mund lange hängen. So, die ist gleich wieder weg. Ist ein guter Kompromiss für Leute, die es nicht so bitter mögen. Aber es hat halt trotzdem so einen bitteren Körper, also ein bisschen Herbheit, dass man auch so einen Widerstand hat beim Schlucken. Das ist halt das, was Männer mögen. Aber die Frauen können das auch trinken, weil die Bitterkeit bleibt dann nicht ewig lang so im Mund kleben, ne? Und im Gaumen. Also wirklich sehr angenehmes Bier. Hat schon seinen Grund, dass es auf der ganzen Welt verkauft wird. Ich mag es sehr gerne. Von der Note her könnte ich eine 1 bis 2 geben. Also man könnte schon... Oh, wie sieht denn der aus? Ich habe wohl etwas zu viel gegrillt hier oben in letzter Zeit. Und gebraten. Den glubschäugigen Golem aus Bronze, der Verzweiflung, des Glücks meine ich, bekommt dieses Bier... Ja, schon. Ich kann ihn nicht vollen Herzens geben, aber
Ich finde schon, das ist ein sehr gutes Bier, das man empfehlen kann. Und vor allem auch für die weiblichen Biertrinker. Ne? Sehr empfehlenswert. Hier oder hier weitere Videos von mir. Schreibt gerne mal was in die Kommentare. Ach stimmt, ihr braucht immer eine Anregung. Ne? Okay, was ist euer Lieblingstier? Ciao Leute.